Wolfgang Sobotka ist schon lange in der Politik, aber größere Bekanntheit erlangte er, weil ihm jemand vor die Tür gekackt hat. Seine Rache? Er kackt einfach ganz Österreich vor die Tür. Und das macht er so. 2012 hat er das Alois-Mock-Institut gegründet. Das Alois-Mock ist ein Think Tank, ein bürgerlicher Think Tank. Sie sagen das immer wieder, aber es stimmt nicht. Ein Think Tank ist eine Institution, die Wissenschaftler beschäftigt und Forschung betreibt. Ja. Sie beschäftigen keinen einzigen Wissenschaftler. Ja, schauen Sie, wir haben zwei doch vorwissenschaftliche Arbeiten geliefert. In Wirklichkeit war das Alois-Mock-Institut ein Verein von Sobotka und seinen ÖVP-Freunden, wo sie bis letztes Jahr Bullshit-Bingo gespielt haben. Bingo. Glücksspiel. Aha, was hat denn die Novomatic damit zu tun? Die Novomatic hat eine ganze Stange Geld an den vorwissenschaftlichen Think Tank überwiesen, zum Beispiel in Inseraten. Aber warum? Sie kennen das Geschäft. Ja. Fürs Inserat gibt es ein Gegengeschäft, oder? Ja, natürlich. Natürlich. Heißt das, die Partei wollte die Novomatic mit Gesetzen unterstützen? Aber wer jemand von außerhalb der ÖVP bezeichnet sie als Hure der Reichen? Gut, dass Sobotka schon letztes Jahr im Ibiza-U-Ausschuss dagegen ermittelt hat. Prost. Steuern waren beim Alois-Mock-Institut kein so großes Thema. Wurde da etwas abgedreht? Und andere Frage, hat Sobotka noch als Innenminister eigenmächtig eine Postenbesetzung vorgenommen? Angeblich hat eine vorwissenschaftliche Arbeit des Instituts aber Folgendes ergeben. Es ist auch lächerlich, sich über Postenbesetzungen zu beschweren, oder? Ich meine, wofür ist man sonst bei der Partei? Ne? Ich glaube, die Situation, wie sie sich heute in den Parteien darstellt, ist ein gesellschaftliches Abbild. Ne? So wie bei allen anderen auch. Ne? Sie sagen, Österreich ist durch und durch korrupt. Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Urteil. Aber alles gut. Die Machenschaften der ÖVP werden jetzt eh von einem unabhängigen Untersuchungsausschuss unter die Lupe genommen. Wer den leitet? Genau. Wolfgang Sobotka. Prost.